Körper-Podcast mit Ilan. Mehr über meine Arbeit findest du auf Kalis Kuss und auf meinem Blog 101 Miles of Sexual Healing. Hallo Tigermensch, Tigerin, Tiger. Wir sind in der Folge 3 von der Podcast-Serie »Um die Welt zu retten«. Und ich möchte in dieser Folge ein bisschen auf den Begriff eingehen, die Welt zu retten. Denn das Wort retten ist so verräterisch, wenn es darum geht, ein wirklich gutes Leben haben zu wollen. Wir stecken da global, also kollektiv als Menschheit, aber auch individuell, in einem chronischen Überlebensmodus fest. Und das Ding daran ist, dass die Matrix, die tatsächlich die Welt retten würde, eine Matrix ist, die nicht auf Überlebensmodus und damit gerettet werden müssen beruht, sondern auf Leuchten, auf Feiern, auf Glück, auf unnötige, überschwängliche Dankbarkeit, auf Aktionen und Handlung während deines Lebens, die nicht daraus kommen, dass sie halt wirklich, wirklich jetzt getan werden müssen, sondern die daraus kommen, dass sie folgerichtig sind von dir als einem lebendigen und für sein Leben dankbaren Wesen. Wir haben also die Frage, wie sehr können wir das Problem, dass die Welt gerettet werden muss, lösen, solange wir fest davon ausgehen, dass sie gerettet werden muss. Oder um es nochmal anders zu formulieren, wird es die Welt mehr retten, wenn wir versuchen, sie zu retten, oder wird es sie mehr retten, wenn wir versuchen, sie zu feiern? Und genau dieser Modus von Feiern wird halt erst freigeschaltet, wenn du und ich individuell aus dem Überlebensmodus rausgehen. Und bei Herdentieren und bei Menschen sind die Versuchungen, sich an der Mehrheit der Herde zu orientieren und die Versuchungen, sich einfach an dem zu orientieren, wie es gestern war, wahnsinnig groß. Und wenn die ganze Herde im Überlebensmodus feststeckt, dann ist es ein ziemlicher Coup, selber den Modus von Feiern und von Lebendigkeit, statt das Leben irgendwie hinter sich bringen, aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig, wenn du Teil davon sein möchtest, die Welt zu retten, glaube ich, ist ein wertvoller Aspekt dieser Challenge, genau dadurch fokussiert, wiederzufinden, sie zu feiern. Das ist der Zustand, in dem wir geboren wurden. Auf einer Ebene ist nichts einfacher als das. Und gleichzeitig liegen darüber einfach viele Schichten von Kultur, von Konditionierung, von Imitation unserer Eltern und unserer Umgebung. Und der Begriff, den ich immer wieder verwende in meinen Gruppen und Teachings und in dem Erforschen von dem, wie wir in diese natürliche Ekstase zurückfinden. Der Begriff, den ich da immer wieder nutze, ist der, wir müssen einfach wieder lernen, Glück zu tolerieren. Und es klingt paradox, weil wir sagen, aber wir wollen ja glücklich sein und es ist nicht richtig. Wenn wir wirklich, wirklich glücklich sind, dann steigt unser Energieniveau so signifikant, unsere Lebensenergie so signifikant nach oben, dass wir als Gewohnheitstiere nicht begeistert sind vor Glück, sondern schockiert von so viel Glück, schockiert von so viel Licht, schockiert von so viel Freiheit, schockiert von so viel Verfügbarkeit von Selbstliebe und Liebe gleichzeitig. Und dann kommen unsere Probleme ins Spiel. Unsere Probleme als der Vorwand oder der kollektiv abgesegnete Grund, um die eigene Lebensenergie wieder in den Keller bzw. zurück auf Null rauschen zu lassen, wo wir uns in dem Sinne sicher fühlen, dass halt alles ist wie gestern und alles ist wie in dem Rest der Herde. Wir haben also die Wahl, um die Welt zu retten, zwischen Kampf und Tanz. Und es ist die Frage, ob der siegreichere Kampf am Ende des Tages nicht ist, dass wir tanzen. Und das ist die Frage, ob die Welt retten, indem wir uns alle Probleme gleichzeitig reinziehen und Mitgefühl verwechseln mit Mitleiden und mit deprimiert werden, ob das nicht in Wirklichkeit die Komfortzone ist, in dem Sinne, dass es uns wenigstens nicht herausfordert, unser eigenes Energieniveau selbstbestimmt auf eine Ebene zu heben, auf der vielleicht Mama und Papa uns das nicht vorgemacht haben.
Es könnte sein, dass wir in diesem Projekt, die Welt zu retten, unserer Todesangst begegnen. Und natürlich fürchten wir den Tod. Aber wenn wir noch genauer hinschauen, wir fürchten noch mehr, ihn nicht fürchten zu müssen und eigentlich gar nichts richtig fürchten zu müssen. Und ich glaube, das ist eines dieser großen Geschenke der aktuellen Weltlage. Wir können ohne Katastrophenstimmung, genau im Gegenteil, hinschauen und sagen, was für eine faszinierende Vorlage für wirkliche radikale Präsenz. Denn tatsächlich, wir sind, glaube ich, in Bezug auf Information über den Zustand und in Bezug auf den Zustand selber global noch nie so nah gewesen an der Präsenz dafür, wie sehr alles brennt und wie sehr alles sterben wird, so oder so. Und das kann unser Fluch sein, aber es ist unsere Wahl, ob wir das so erleben. Wir können auch erleben, es küsst uns wach für eine so bedingungslose Offenheit, dass wir genau dadurch vielleicht intuitiv all das zu tun beginnen, was die Welt retten wird, weil wir zum ersten Mal wirklich losgelassen haben, sie müsse am Ende des Tages gerettet sein. Und ich habe versprochen, irgendeine Ressource, irgendeine Idee, die in diesem Feld mitschwingt, in jeder Folge zu erwähnen oder zu empfehlen. Und das ist in diesem Fall einer meiner wichtigsten Lehrer, von dem ich meine hauptsächlichen Tools zum Thema Ekstase, Embodiment und Lebensenergie gelernt habe. Und dieser Mann unterrichtet selber, schreibt Bücher, hat einen ganz tollen Newsletter. Ich werde alle diese Links in die Shownotes packen. Er heißt Christian Opitz und verschreibt sein Leben tatsächlich dem, in seinen Worten, unsere Zellen wieder satt zu machen. Unsere Zellen sozusagen in einen energetischen Zustand zu bringen über Ernährung, Lebensstil, Qigong, befreite Atmung, wie auch immer seine Ansätze sind, die er da veröffentlicht, um unsere Zellen in einen Zustand zu bringen, in dem zellulär der Überlebensmodus endet und zellulär eine Nähe zu Glück, zu einem Lebensgefühl von wow, was für ein magisches, funkelndes Abenteuer wieder entsteht. Und in meiner eigenen Erfahrung tatsächlich Tools, auch in der Arbeit, die ich weitergebe, Tools, die uns daran erinnern können, dass von den Zellen aus bis zu den entferntesten Konsequenzen unserer Handlungen im Außen die Ebenen zusammenhängen. Und dass, wenn unsere Zellen aufhören, sich im Mangel und im Überlebensmodus zu befinden, tatsächlich für den Rest unseres Seins, unseres Selbstbildes und unseres Erlebens und Handelns in der Welt, es leichter ist, ebenfalls in einen Zustand von Fülle und Dankbarkeit und Leben, no matter what, zu kommen. Und ich glaube, das, so oder so, egal wie es global aussieht, ist ein richtig begehrenswerter, konsequent lebendiger Zustand. Und ich bin in diesem Moment einfach total dankbar, dass du dich für diesen Zustand auch interessierst. Danke fürs Zuhören, danke fürs Ausprobieren und Teilen. Du kannst diesen Podcast gerne kommentieren und ich freue mich über eine positive Bewertung auf iTunes. Atme tief, lass dich leuchten auf deinem Weg.